Im letzten Video haben wir diesen fetten Erdhügel aufgeschüttet. Wir wollen da eine Rutsche draus bauen und dafür kippen wir jetzt von ganz oben bis nach unten alles voll mit Lehm. Wir fangen jetzt an, Lehm auf der Rutsche zu verteilen. Elegant, Daniel, elegant. Danke. Was, ist so eine Matschepampe. Du siehst richtig ready aus, die Rutsche runterzurutschen. Ich bin ready, die Rutsche runterzurutschen. Aber siehst du eine Rutsche? Ich noch nicht. Ich habe eine richtig gute Taktik gefunden. Und zwar, wenn die Kugeln nicht halten wollen, dann boxe ich sie einfach fest. Die ersten Spuren. Du musst mal den anderen sehen. Es ist so krass, wie hoch mittlerweile der Hügel geworden ist. Als man am Anfang auf dem Container hier oben stand, sah es viel höher aus. Aber jetzt ist ja da unten direkt der Haufen. Krass, was innerhalb so kurzer Zeit hier entstanden ist. Uns fehlt jetzt noch ein kleines Stück von der Rampe bis zu dem Container hier oben. Ich überbrücke das jetzt mit USB-Platten. Auf dem obersten Stück, wo die Platten hinkommen, wird wahrscheinlich kein Lehm sein, deswegen machen wir da jetzt einfach eine Teichfolie drauf. Die Schlammrutsche muss natürlich immer schön nass sein, deswegen nehmen wir jetzt hier noch so Bewässerungssachen mit, dann beregnen wir die einfach. So, da brauchen wir jetzt nur noch so eine fette Pumpe, um das Wasser da drauf zu pumpen. Marc, was machst du da? Den Sonnenuntergang genießen. Wenn wir schon zu spät kommen, dann können wir doch eine Sache genießen. Digga, wir sind viel zu spät dran. Egal, Spaß muss immer sein. Hier ist der Hornbach-Mitarbeiter, der wegen uns Überstunden machen muss. Sorry dafür. Alles gut, nichts passiert. Wir müssen jetzt nur noch den Sand einladen und dann fahren wir nach Hause. Also ich sag mal so, das ist das moderne Tieferlegen. Du hast aus unserem Auto einfach einen Lowrider gemacht. Wie auf Kundenwunsch, ne? Noch sollten die sich jetzt ziemlich stark durchbiegen. Ich ziehe die jetzt schon hoch, damit wir dann so eine richtig schöne Kurve hinkriegen. Ich hoffe, die brechen nicht so wie beim Looping. Also ich würde sagen, die Rutsche ist fast fertig. Ja, wir machen jetzt Feierabend für heute, aber es könnte ein bisschen knapp werden, weil morgen richtig schönes Wetter ist, deswegen wollen wir morgen unbedingt rutschen. Ja, aber wir haben jetzt auch keinen Bock mehr, deswegen wollen wir jetzt feiern. Das waren echt inspirierende Worte vom Johannes. Also so kann man den Tag gut abschließen. Guten Morgen, wir haben heute hier oben auf den Containern übernachtet. Der Ausblick ist wunderschön. Heute soll die Rutschparty starten, deswegen wollten wir extra früh aufstehen. Es gibt nämlich noch einiges zu tun. Wir starten jetzt mal direkt, würde ich sagen. Aber vorher springen wir einmal ins Wasser. Ich glaube, da bist du der Einzige, der ins Wasser springt. Natürlich nehme ich meine ganzen Freunde mit. Action! Wie groß ist denn die Vorfreude aufs Rutschen? Ich habe Höhenangst immer und mal schauen, wie es ist, wenn es soweit ist. Erik rutscht als Erster. Das ist ein Deal.
Wir schrauben hier oben gerade die Seitenwände dran. Und der Start ist einfach so senkrecht, dass man hier so einen Balken braucht, um überhaupt hier oben stehen zu können. Also das ist absolut krank. Ich liege hier quasi senkrecht gerade drin. Und da geht es dann runter. Also diese Rutsche, die wird absolut brutal. Der Lehm ist nur rutschig, wenn er auch schön nass ist. Deswegen legen wir jetzt eine Bewässerungsleitung bis ganz nach oben hin. Okay, wir haben gerade festgestellt, die Pumpe funktioniert. Willkommen in unserer Strandbar. Oh, wenn es nicht so windig wäre. Fühlt sich an wie an der Nordsee. Die Rutsche ist jetzt fast ganz fertig. Wir haben jetzt hier noch mal einen anderen Lehm, der ist richtig fein und sollte noch viel rutschiger werden. Den machen wir jetzt einmal noch komplett auf die Bahn drauf. Daniel, was sagst du? Dieses Pulver ist echt magisch, das macht alles richtig glatt. Ey, das sieht so heftig aus, da will man direkt rutschen. Erik kriegt jetzt eine Umarmung. Oh. Ja, das braucht da eine Umarmung nach so einem Tag. War ein harter Tag für dich? Nein, es war super geil. Einfach den ganzen Tag im Schlamm spielen. Die Rutsche ist jetzt endlich fertig. Der Erik macht jetzt den allerersten Test. Ich bin echt sehr gespannt, ob er unten ankommt oder ob er irgendwo im Schlamm stecken bleibt. Der Start hier ist schon krank. Es geht einfach senkrecht runter. Das ist quasi Freefall am Anfang. Erik, bist du ready oder noch nicht? Ich glaube, ich werde nie bereit sein. Ich glaube, man zählt einfach runter und dann geht's los. Ich habe wirklich Bammeln, ey. Setz dich einfach auf die Kante und dann gucken wir, wie schlimm es ist. Das erste Mal was ausprobieren ist bei uns irgendwie immer krass. Also weil man einfach nicht weiß, wie es wird. Helm wäre jetzt nicht so verkehrt eigentlich, aber egal. Auf die Plätze! Fertig! Los! Der Lehm, den wir eben drauf gemacht haben, der ist einfach noch nicht durchgeweicht. Der ist einfach noch komplett Pulver. Da muss viel mehr Wasser drauf. Die beste Taktik, das Pulver richtig nass zu kriegen, ist runterrutschen. Sagst du? Ja, ich zeig's euch. Es geht da voll gut. Hey, es funktioniert. Hey, das ist tatsächlich die allerbeste Taktik. Das geht übertrieben gut. Ist das geil, das funktioniert. Einwandfrei. War besser? Jetzt auf jeden Fall mal rutschig. Boah, das rollt richtig. Die Rutsche ist gut rutschig. Die Rutsche ist übertrieben rutschig. Ist das geil mit anzusehen. Jungs, macht ihr von oben. Ja! 3, 2, 1, ja! Alter, diese Rutsche ist legendär. Alter, ist das geil! Ich bin jetzt auch hier oben auf dem Container und rutsche einmal von ganz oben. Ey, es macht so Bock. Es geht so hart ab. Ich bin froh, dass wir die Rampe so steil gebaut haben. Wenn ihr auch mal die Rutsche rutschen wollt, dann kommt auf jeden Fall auf unser Festival. Alter, geht die ab! Let's go! Der weiß wohl nicht, dass es da zum Strand geht und nicht da oben. Doch klar, wenn du da hoch gehst, bist du viel schneller weit draußen aufs Wasser. Hannes, denkst du, das ist eine gute Idee?
Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist sowas und keine gute Idee. So welcome to the fire. Er ist einfach richtig weit rausgekommen. Alter, ist das geil. Mark? Ja, ich glaube, das war die beste Abfahrt überhaupt. Mein Popo tut nicht weh, mir geht's gut. Und das macht unglaublich Spaß. Max hat den Sinn von der Schlammrutsche einfach gar nicht verstanden. Das ist ein Erlebnis, das muss man erlebt haben. Okay? Ist doch trotzdem so geil. Das Rutschen hat mega viel Spaß gemacht und war eine krasse Schlammschlacht. Für das Festival machen wir die ganze Rutsche jetzt natürlich noch richtig sicher, dass hier auf gar keinen Fall was passieren kann. Na, das wollten wir euch in dem Video ersparen. Dann sehen wir uns auf dem Festival. Bis dann. Ciao.